Die Frage heutzutage, die sich immer noch sehr viele Unternehmen stellen, wieso überhaupt Innovation? Innovation bedeutet für mich primär für Unternehmen im unternehmerischen Kontext vor allem die Zukunftssicherung. Wir sehen hier in der Schweiz einen sehr starken Fokus auf den inkrementellen, den Verbesserungsinnovationen, die sehr wichtig sind für die kommerzielle Verwertung einer Innovation, die mal getätigt wurde. Was uns vor allem aber jetzt auch aus Institutssicht beschäftigt, ist die radikale Innovation, wo es wirklich darum geht, etwas ganz Neues zu entwickeln und quasi für die Firma in die Zukunft zu denken und damit die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Design Thinking kann auf ganz unterschiedliche Art und Weisen funktionieren, in unterschiedlichen Firmen. Was Design Thinking natürlich probiert, ist, die Kundenbedürfnisse an den Anfang dieser Entwicklung zu stellen. Also bevor wir große Summen in die Innovationsentwicklung investieren, dass wir dort überhaupt wissen, ja, wir haben das Problem des Kunden erkannt und wir haben hier eine entsprechende Lösung, die das quasi adressieren kann, den Market Fit. Wie das Beispiel vom Post-it, das ursprünglichen wirklich einen sehr, sehr stabilen Kleber, ich glaube, für den Flugzeugbau entwickelt werden sollte und dann schlussendlich aber herausgefunden wurde, dass das Bedürfnis für wieder wegnehmbare Zettel extrem ausgeprägt ist in der Wirtschaftswelt und so quasi ein besseres Problem erkannt wurde oder mindestens ein lukratives Problem für 3M. Typischerweise gibt es am Anfang immer eine Empathiephase. Da geht es darum, die Kundinnen und Kunden, die Nutzerinnen und Nutzer vertieft zu verstehen, sich hineinzudenken, vor allem aber auch hineinzufühlen, dann das Verhalten zu beobachten, zu schauen, wie wird ein Produkt oder wie wird ein Service verwendet aktuell, wo bestehen da Probleme, wo sind allenfalls Ansatzpunkte, wo man verbessern kann. Dann geht es darum, mal so einen ersten Problemdefinitionsversuch zu machen, um das Feld einzugrenzen und eine eigene Sichtweise einzunehmen. Und dann aus dieser Perspektive heraus Ideen zu generieren und dann relativ schnell ins Prototyping zu kommen. Das Prototyping im Sinn von einem Arbeitsprozess, der das Denken unterstützt, der es auch immer wieder erlaubt, so eine Lösung zu testen und dann die Ergebnisse dieser Tests wieder einfließen zu lassen. Und dort entstehen vielfach dann auch wirklich spannende neue Erkenntnisse oder bessere Problemstellungen.